Hallo, ich meine Damen und Herren. Wie läuft Counter-Strike eigentlich aktuell bei euch? Und ich geb dem Ding gleich eine Kopfnuss, weißt du das? Warum reißt mich der scheiß Stein auf? Dabei ist es aber nicht nur wichtig, wie hoch die maximalen FPS bei euch sind, sondern natürlich auch, wie gleichmäßig sie sind. Denn mit FPS-Drops hat man vor allem während eines Fights einen großen Nachteil. Man kann dann nicht einfach so reagieren, wie man es eigentlich möchte. Da dieser Punkt so wichtig ist und ihr mich zum Beispiel auch in den Streams immer wieder diesbezüglich anschreibt und fragt, wie sind deine FPS? Meine sind so und so, was kann ich verbessern und so weiter und so fort, dachte ich mir, ich frage euch einfach mal, wie es bei euch aktuell so aussieht. Dieses Thema werde ich genauso auswerten wie das letzte. Das war diese Sache mit den Cheatern. Da hatte ich euch gefragt, ist es besser oder schlimmer geworden? Die Auswertung wird dann in circa 2 Wochen stattfinden und hochgeladen. Was ich in den Streams immer wieder höre, ist, wenn ein Update gerade ganz frisch kam, dass dann die FPS in den Boden sinken, bei manchen. Und wenn das Update dann eine Weile da ist und im Hintergrund möglicherweise gepatcht wird oder auch nicht, dann verbessern sich die FPS wieder. Und denkt dran, in 2 Tagen startet auf Twitch das Giveaway von der Emerald Jürgensmund, ihr wisst schon. Rankommen in den Stream heute ab 18 Uhr, let's go. Bei mir sind die FPS eigentlich immer sehr gleich, also ob ein Update gerade frisch ist oder nicht, das ist eigentlich egal. Was ich schon hatte, war, dass meine Tastatur nicht richtig funktioniert hat, also dass zum Beispiel die Eingaben viel länger gebraucht haben, bis sie ankamen, manchmal. Und dieser Fehler kam dann halt mit einem Update vermehrt, also ich will irgendwo hinlaufen und mein Charakter läuft einfach sonst wohin, weil die Eingaben fast eine Sekunde später erst eintreten und dann willst du gegenlenken und läufst halt dann irgendwo hin. Das ist mir bereits bei 2 Updates passiert, aber sonst, ja, sind meine FPS relativ stabil, mein System ist aber auch nicht schlecht und daraus ergibt sich natürlich von ganz allein noch folgende Frage. Möchtet ihr, dass ich euch einen FPS-Guide mache? So Optimization-Kram. Ich würde einfach alles, was man aktuell so findet, im Internet zusammensuchen und dann davon ein Video produzieren und das euch hier präsentieren. Wollt ihr das? Braucht ihr das? Oder sagt ihr, ne, eigentlich gibt es schon genug Guides? Haut das bitte auch noch in die Kommentare dazu, damit ich weiß, ob ihr sowas braucht oder eben nicht. Ihr habt meine FPS vorhin gesehen, die waren relativ hoch. 300, manchmal 400. Wenn ich in größeren Bereichen war, in denen ich gelaufen bin, dann 200 bis 300. Ich hatte in dem Fall FPS Max auf 0 gestellt, logischerweise. Um halt das, ja, Höchstmögliche erreichen zu können. Da ich aber gerade mit OBS aufnehme, ist das bei mir nicht das Maximum. Wenn ich OBS aus habe, und das heißt nicht nur die Aufnahme aus, sondern ich muss es auch wirklich komplett schließen, das Programm, dann habe ich nochmal einen ordentlichen FPS-Boost von 50 bis 100, manchmal 150. Wenn ich den Stream starte, dann sacke ich auch nochmal ordentlich runter. Die Problematik habt ihr aber nicht, da ihr natürlich Counter-Strike meistens spielt, ohne dass ihr nebenbei noch irgendwas laufen lasst. Ansonsten kann ich mich aber nicht wirklich beschweren, was eben meine Performance angeht. Mein System ist aber auch, wie vorhin schon erwähnt, wirklich nicht schlecht. Das heißt, eigentlich ist es halt nicht so wichtig, wie arg ich alles tweak, weil ich mehr oder weniger sowieso genug FPS habe, um das Spiel vernünftig spielen zu können. Es gibt aber sehr, sehr viele Leute, die eben Probleme haben. Und da sind nicht nur Menschen dabei, die ein Low- bis Mid-Tier-PC haben, sondern da sind auch einige dabei, die haben einen High-End-PC und trotzdem will das Spiel nicht richtig auf diesem PC laufen. Gerade im letzten Fall spielen natürlich wichtige Einstellungsprobleme mit hinein, denn eigentlich sollte das Spiel natürlich auf einem High-End-PC relativ gut laufen. Aber selbst auf diesen High-End-PCs gibt es bereits einzelne Einstellungen, die einen da eben ordentlich auf den Teller kacken können, also was FPS angeht. Alleine auf Low- und Mid-Tier-Rechnern kann man natürlich einiges machen, alleine schon so einfache Dinge wie halt das Spiel auf der C-Platte installieren, dann natürlich Windows anpassen, die Grafikkarteneinstellungen anpassen für CS2, also in Windows, beziehungsweise in dem jeweiligen Programm, das ihr halt für eure Grafikkarte benutzt. Natürlich sind noch Ingame-Einstellungen wichtig, blablabla. Also man kann auf jeden Fall, wenn man wenig FPS hat, sehr viel noch aus dem Spiel und aus seinem Gesamtsystem rausholen. Dazu gibt es, wie vorhin erwähnt, bereits massig Tutorials in Schrift- und Videoform. Da kann man sich komplett durchklicken und eben einfach alles versuchen oder machen. Oder wie gesagt, ich versuche euch alles zusammenzuraffen und erstelle hier dann auch nochmal ein extra Tutorial, wenn ihr das wollt. Hauptsächlich ist dieses Video aber zur Datenerhebung gedacht, also dass ihr eben in die Kommentare schreibt, wie es bei euch so ist. Läuft CS2 gut oder läuft es schlecht und wie war das vor einem halben Jahr? Lief es da besser, schlechter? Haut's in die Kommentare. Unter allen Mitschreibenden gibt es diese PB Bison Judgment of Anubis als kleines Giveaway. Also einer wird, so wie immer, über diesen YouTube-Comment-Picker herausgesucht. Und wenn dieser jemand dann über das angesprochene Thema, also Counter-Strike 2 FPS, geschrieben hat, dann ist er der Gewinner. Ich bin sehr gespannt, wie vor allem die beiden Extreme ausfallen. Also wie viele Leute sagen, ich habe überhaupt keine Probleme, alles super. Und wie viele sagen, das ist so schlimm, ich habe einen FPS. Gut, dann sehen wir uns jetzt gleich im Livestream. Denkt dran, in 2 Tagen, also kommenden Monat im August, haben wir eine Desert Eagle General Jürgensmund im Giveaway. Die könnt ihr euch auf Twitch abholen, einfach in den Stream kommen, die Bubble Dollar sammeln, unsere Streamwährung, einfach durchs Zugucken kostenlos. Und dann kann man damit sich die Tickets holen für dieses Giveaway. Ja, dann bis gleich im Stream. 18 Uhr geht es los heute Abend. Gut, wie ich sage, bis gleich. Das Video kommt wahrscheinlich etwas vorher. Ich glaube um 10 Uhr morgens, aber egal. Vielen lieben Dank für die Kommentare und für die Likes und natürlich auch fürs Zuschauen an sich. Dann sehen wir uns später um 18 Uhr im Stream. Haut rein. Bye, bye.
mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fetten Mutter auf die Instagram.